Was ist der Nasenknochen? Der Nasenknochen ist eigentlich zwei kleine Knochen, die länglich sind und nebeneinander im oberen mittleren Teil des Gesichts liegen. Wenn jemand von der Brücke der Nase spricht, sind es diese Knochen, auf die sie sich beziehen. Nasenknochen variieren stark in Größe und Form, wodurch die Nase bei Individuen unterschiedlich aussieht. Im Gegensatz zu Knochen, wie zum Beispiel jenen, die den Brustkorb bilden, die die inneren Organe der Brusthöhle schützen, besteht der Nasenknochen in erster Linie dafür, den Nasenluftwegen eine Form zu geben. Bei kleinen Kindern sind diese Knochen recht flexibel, bei älteren Kindern und Erwachsenen jedoch verhärtet. Der Nasenknochen ist der am häufigsten gebrochene Knochen im Gesicht, da er die meisten Schläge absorbiert, die an diesen Körperteil abgegeben werden. Nasenknochenbrüche treten bei Erwachsenen und älteren Kindern häufiger auf, da die Nasenknochen verhärtet sind. Bei Kindern, die noch jung genug sind, um biegsame Nasenknochen zu haben, kann ein teilweiser Bruch auftreten, wenn sie mit beträchtlicher Kraft ins Gesicht geschlagen werden. Viele Menschen gehen möglicherweise davon aus, dass eine gebrochene Nase keine Lebensgefahr darstellt, da der Nasenknochen keine lebenswichtigen inneren Organe schützt. Dies ist normalerweise der Fall, aber die Auskleidung der Nasenhöhle ist sehr empfindlich, und schwere Gesichtsverletzungen können zu starken Blutungen führen. Menschen, die sich in einem geschwächten Gesundheitszustand befinden oder an Hämophilie leiden, sind möglicherweise gefährdet. Wenn ein Schlag auf das Gesicht so stark ist, dass es zu einer Fraktur des Nasenknochens kommt, sollte der Verdacht einer möglichen Verletzung anderer Gesichtsknochen wie der Wangen oder der Augenhöhlen bestehen. Es besteht sogar die Möglichkeit einer Schädigung des Schädels, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern würde. Ein Arzt kann Röntgenaufnahmen und die Durchführung eines Computertomographen anordnen, um Verletzungen des Kopfes zu erkennen, die das Gehirn betreffen könnten. Für den Fall, dass nur der Nasenknochen gebrochen ist, gibt es zwei wichtige Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Wenn der Knochen durch einen seitlichen Schlag ins Gesicht gebrochen wurde, könnte die Nase verschoben werden, was zu einer leichten, aber sehr sichtbaren und dauerhaften Deformierung führt. Bei einem kräftigen Aufprall auf das Gesicht, das frontal aufliegt, kann die Nase kräftig nach oben gedrückt werden, was zu einer breiteren Brücke führt, was ebenfalls zu einer dauerhaften Deformierung führen kann. Für Menschen, die an einem Bruch des Nasenknochens erkrankt sind, ist es wichtig, eine ärztliche Untersuchung durchzuführen, um nicht nur zu überprüfen, ob keine anderen Verletzungen vorliegen, sondern auch, ob die Nasenknochen eingestellt werden müssen, um das körperliche Erscheinungsbild des Patienten zu erhalten.